Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Moderator. Begrüßen Sie mich. Guten Abend. Herzlich willkommen hier im alten Schlachthof und natürlich daheim an den Geräten zur Humorzone 2023. Ja, herzlich willkommen. Die mittlerweile 9. Auflage der Humorzone. Wir sind sozusagen auch schon mittlerweile echte Dinosaurier. Aber unser Line-Up dieses Jahr ist trotzdem hip und fresh. Unsere Performer, unsere Artists, unsere Talents, sie sind crazy, sie sind shiny, edgy und glossy. Sie sind wild oder einfach nur blöde. In jedem Fall aber funny, funny, funny. Checkt es heraus. Woo! So. Ja, genau, das war das. Also man hat mich gebeten, den Anfang mal so ein bisschen flotter zu machen, weil es sind ja insgesamt doch schwere Zeiten. Ja, vor allem eben für die Bürgerinnen und Bürger, vor allem eben die Inflation. Alles wird teurer, Energie sowieso, Lebensmittel, Gemüse, Salat. Sinnloser Salat hat sich im Preis verdreifacht. Ja, es gibt welche, die müssen jetzt das Dressing pur saufen. Also... alles wird teurer, selbst Freibier wird teurer und deshalb ist es wichtig, dass gerade wir Künstler auch mal ein Statement setzen, dass wir uns ganz klar solidarisieren und dass wir sagen, nein, nicht alles wird teurer, unsere Gags bleiben billig. Ja, das sind wir den Menschen schuldig. Natürlich haben auch wir mit dem Kostendruck zu kämpfen. Ja, es ist dann oft so, das wird dann oft auf die Eintrittspreise draufgelegt. Das machen wir auch nicht, sondern wir haben gesagt, wir sparen einfach am Programm. Und bei der Band, das Jochen Barkas Ballastorchester. Das sind sie seit Jahren hier auf der Bühne. Und da muss man wirklich sagen, weniger Qualität ist für Geld kaum zu bekommen. Ja, aber natürlich auch in der Humorbranche, ja, überall alles wird teurer, ja. Also der Preis für die Feinunze Pimmelwitz hat sich vervierfacht. Aber das Gute ist, der Humorbedarf steigt und wir können ihn aus eigenen Ressourcen decken. Wir brauchen also keine Witzimporte, wir brauchen keine Fracking-Witze aus Amerika oder keine Flüssiggags aus Katar, sondern alles heute hier aus eigenem Anbau, deutscher Qualitätshumor, hochwertig. Also... Na, so was hören Sie hier gerne. Ne? Und das ist eben das Gute, dass das geht. Und ja, wir haben wirklich brandneue Witze. Also das Aktuellste, die meisten sind wirklich erst vor wenigen Monaten im Internet aufgetaucht. Wie eben zum Beispiel, ja, Frau Krankenschwester, wo liegt denn der Typ, der von der Dampfwalze überfahren ist? Auf Zimmer 3 bis 7. Ne? Da muss ich selber schmunzeln. Also wir wagen also wieder den Spagat aus feingeistigen, anspruchsvollen Schenkelklopfern und billigen, plumpen politischem Kabarett. Und der erste Künstler des heutigen Abends ist ja ein absoluter Titan. Er ist schon ewig, also er war schon lustig, da hieß die Bundeskanzlerin noch Helmut Kohl. Er war der Erste, der so ganz offensiv Witze über das Fernsehen gemacht hat. Ich glaube, er ist heute hier beim MDR, um sich für die vielen Vorlagen zu bedanken. Es ist wirklich eine große Ehre, dass er hier ist, auch für ihn, für uns, für alle. Freuen wir uns auf den grandiosen Michael Mittermeier. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, das ist schön, Stimmung, Lachen, ohne Schmarrn da draußen. Irgendwie alle sind so angespannt, oder? So, es ist Polykrise. Das ist das neue Wort. Polykrise, das ist eine Krise, die eine Krise hat und die Krise kriegt. Das ist der Trippelwumms, verstehst du? Und ich merke schon, ihr seid auch noch ein bisschen angespannt. Das ist so, mei, komm, nach fast 3 Jahren Pandemie, einer Invasion und jetzt der neuen Staffel Germany's Next Topmodel. Das ist ein Kampfruf. Ich habe auch Angst. Weißt du, ich bin im Moment, ich bin ängstlicher geworden. Weißt du, ich stehe an der Tanke mit meinem SUV. Weißt du, der Sprit kostet 1,80 plus. Ich überlege mir im Moment beim Einparken, ob ich zweimal rangiere. Das ist ein Fünfer, weißt du.
Ja, du, ich, pass auf. Ich stand letztes Mal an der Tanke mit meinem Diesel. So, Stimmungskiller. Es ist Wahnsinn, oder? Wenn man heute sagt, der fährt Diesel, es war so früher wie, die hat's mit kleinen Kindern. Es ist, was soll ich machen? Kann mein Auto nicht über die Landstraße ziehen. Ich habe halt einfach ein Dieselauto. So, und ich stehe da an der Tanke und muss mal, und da kommt ein E-Auto. E-Auto. Ich find E-Auto super, also scary shit, weil du siehst sie nicht kommen, weißt du? Weil bei mir ist die Regel, wenn ich über die Straße gehe und ich höre nichts, schaue ich nicht links und rechts, ich gehe einfach drüber. Das, oder? Das macht man so. Das habe ich im Verkehrsunterricht gelernt. Aber die E-Autos, die apparieren wie bei Harry Potter. Das ist wirklich scary shit. Und also, okay. Und ich stand da an der Tanke und jetzt muss ich mal eins auch noch mal sagen. Freunde, ich bin fürs Gendern, aber tanken kann man nicht gendern, oder? Nein, es ist so, tanken ist für uns Männer erfunden worden, oder? Da hat der Gott gesagt, ja, wir brauchen was für die Männer, dass sie die Hand nehmen können, wo sie auch glauben, damit können sie auch schießen im Zweifelsfall. Es ist so. Wir nehmen, liebe Frauen, wir nehmen diesen Zapfstutzen raus, pump, weißt du, und dann haben wir diese Space Laser Zapfpistolenrevolver in der Hand und dann, weißt du, ich stehe auch ganz anders da beim Tanken. Weißt du, so, ich stehe so nicht beim Rewe am Warnband, oder? Und dann steckst du diese Pistole, du steckst sie so rein, gedunk, 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 ruhig, ruhig, Brauner, ruhig, ruhig, ich mach dich schon noch voll, ruhig, ruhig. So, also, ich tanke gerade meines Weges. Tesla-Fahrer hält an, steigt aus, der Teslaner, so sagt man bei Raumschiff Enterprise, Teslaner. Jetzt, wie letztes Mal habe ich in Niederbayern gespielt, hat einer gesagt, ja, Teslana, die kenne ich aus Tschechien, die tanzt immer an der Stange. Nein, das ist nicht blasenfrei zapfen. Nein, nein, nein. So, also, der Teslana, ich tanke so und dann schaut er mich aggro an und ich will nicht, dass mich jemand anschaut beim Tanken. Das ist wie beim Dieseln. Ich will nicht, ich verdiesel mich, verstehst du das? Ich will das nicht. Und ich, Trottel, mach Augenkontakt. Er schaut mich an und sagt zu mir, hallo, du Dieselamist. Boah! Ich so, Alter, was willst du von mir, du Benzinveganer? Und ich hatte nicht angefangen, verstehst du? Ich meine, immer noch, was will er mir denn machen? Was will er mir denn antun? Er kann mir nicht einmal mehr mein Auto zerkratzen, weil er nicht einmal einen Autoschlüssel hat. Nur noch so ein Plastikbatterieteil. Ja. Oh mein Gott. Aber gut. Da sieht man wieder, nicht jede Neuerung ist auch gut. Ist wie beim Sport. Freunde, ist hier in Dresden auch so Super Bowl? In München, also das Super Bowl. Ihr sagt Bowl wahrscheinlich, oder? Super Bowl, altes sächsisches Wort. Super Bowl. Nein, aber Super Bowl. War das hier auch so in München, alle so, ah, Super Bowl, ich schaue jetzt American Football, oh, Super Bowl, oh, Super Bowl ist so cool, ole, ole, Super Bowl, oh. Das sind doch auch alles nur so Eventnutten, oder? Ha? Wie bei der Fußball-WM, die schaue ich, aber Bundesliga, was ist denn das? Weißt du, und bei Super Bowl, ich meine, Entschuldigung, Super Bowl-Finale, das letzte amerikanische Endspiel, das ich mir nachts angeguckt habe, das war am 6. Januar 2021, die American Patriots gegen den Kongress. Ja, Touchdown im Parlament. Das ist. Ja, und man muss aufpassen bei dem Thema. Ich habe in München hab ich gespielt und habe mich gefragt, wer schaut den Super Bowl? Und einer so, ich nicht, aber ich habe letzte Woche eine Super Bowl gegessen. Alter, boah, ist es hier aus? In München kriegst du das Frühstück nur noch in der Bowl, überall. Weißt du, du sitzt so da und sagst, ja, du kannst mir gerne das Wurstbrot in eine Schüssel legen, aber bitte nicht schreddern. Weißt du, lass es bitte ganz. Ich weiß ja nicht, wo wird das hinführen irgendwann? Oktoberfest im Bierzelt. Da gibt es eine Schweinsbratenbowl, Händelbowl. Ja. Und an der Stelle möchte ich jetzt über kulturelle Aneignung sprechen. Freunde, serious Thema. Es wird ja alles durchdiskutiert, alles, ob es rassistisch ist, beleidigend ist, alles, selbst Avatar wird rumgenommen, die sind blau, wo so die ganzen Säufer fühlen sich gedisst. Mh.
Über die größte kulturelle Aneignung wird aber nicht gesprochen. Weltweit, Oktoberfest, Preußen in Lederhosen. Wir sehen, dass da Preußen drinstecken, weißt du? Das sieht, weißt du, und überall gibt es jetzt Oktoberfest. Alle kopieren das. In Köln, Köln hat ein Oktoberfest. Köln, eine Stadt, die Bier in Schnapsgläser verkauft. Immer was soll das? Bitte. What's up? Und überall auf der ganzen Welt. Es gibt eine Wiesn in Katar und seit letztes Jahr in Dubai. Da denkst du, was geht denn da ab? Hä? Im Bierzelt. Die Wiesenbedienung voll Burka, nur hier so Ausschnittsfenster. Und wer singt denn da im Bierzelt? Hä? Die drei Zwiedern vom Gazastreifen. Und zum Abschluss der bekannte DJ Özlem. Ich bin so stark, ich bin so toll. Ich bin der Yusuf aus Kabul. Und ich habe wirklich Angst, wenn ich Schule mache da. Weißt du, in arabischen Ländern. Stell mal vor, der Taliban entdeckt die Wiesen für sich. Für Spaß. Also nicht Business, sondern Taliban. Ne, Entschuldigung, muss man auch mal sagen, die Terroristen hatten es auch nicht einfach in den letzten 2,5 Jahren unter Corona, oder? Immer, was heißt denn Homeoffice beim ISIS? Schatz, ich mache heute Homeoffice. Das wäre eine geile Zoom-Konferenz, oder? Alle Teilnehmer haben das Meeting verlassen. Und ich gehe jetzt auch. Danke, Servus. Michael Mittermeier. Ja, der Michi. Wer mehr von Michi sehen möchte, er ist momentan unterwegs mit seinem Programm 13. Sehr erfolgreich dabei ist 13 ja eigentlich eine Unglückszahl. Das weiß ja, glaube ich, jeder, der schon mal mit 13 Bier Auto gefahren ist. Oder auch gibt ja auch nur 12 Apostel, ja, der 13. Apostel, der Ronny, aus der Bibel rausgeschrieben. Und ich hatte mal einen Bekannten, der hatte 13 Glücksbringer am Auto, so am Rückspiegel. War wirklich einer zu viel. Also dann nichts mehr gesehen, Unfall gebaut. Naja, warum erzähle ich das? Ach genau, Unfall. Unsere nächsten Künstler sind auch wie ein Unfall, einer, wo man gerne hinguckt. Ja, also sie kommen aus Riesa, das ist hier von Dresden eine Stunde. Ah, Betroffene, ja. Muss man dazu sagen, Dresden, Riesa, das ist von hier, sage ich mal, eine Stunde mit dem Auto. Kulturell sind es natürlich Jahrhunderte. Ja, sie sind, wie soll man sagen, sie sind zu zweit Unterhalter. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Also ich bin jetzt sozusagen der klassische Alleinunterhalter von mehreren geschiedenen, alleinerziehenden Muttis. Und wir haben sie, wie soll ich sagen, ja nicht im Internet entdeckt. Aber wenn man sie im Internet findet, dann gibt es also wunderbare Kommentare. Da schreibt man zum Beispiel Frechheit, sinnlos oder Abschaum, ja. Oder an sowas wie euch hätte man früher ein Feuerzeug gehalten. Also das sind natürlich optimale Qualifizierungen, um bei uns hier in der Humortunnel dabei zu sein. Freuen wir uns auf die wunderbaren Zärtlichkeiten mit Freunden. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Schubert hat uns gefragt, ob wir heute Zeit und Lust haben, für Sie aufzutreten. Und wir haben Zeit. Ey, wir können es ja auch mal ein bisschen anders machen von der Struktur her. Weißt du, dass wir es rumdrehen, vice versa. Was denn? Na, dass du Schlagzeug spielst und ich mache Gitarre. Das ist doch für die Leute auch mal eine Überraschung. Hä, du spielst doch gar nicht Gitarre. Oh ja, ich habe da auch angefangen jetzt mit Gitarre. Ich lerne auch Gitarre. Du spielst auch Gitarre?
Nee, ich spiele E-Gitarre. Ja. O-Gitarre. Das ist ein Banjo. Also, in Bayern, die sagen A-Gitarre. Was? Spuitzt A-Gitarre? Ach so, ja. Aus Spaß. Mhm. Ah, da hast du eine Gitarre mit, oder was? Ja, ist meine eigene Gitarre. Die habe ich mir vom Munde abgespart. Ja. Weißt du, wie teuer eine Gitarre ist? Ist teuer. Kannst du gar nicht auf einmal bezahlen. Ja. Da habe ich die mir im Einzelhandel gekauft. Ja. Da habe ich mir Geld verdient. Ach so. Bei uns in der Scheune. Da habe ich Hahnenkämpfe veranstaltet. Richtig, ja. Mit Wetten und alles. Mhm. Ich habe sogar zweimal gewonnen. Ja. Ich war übel zerhackt, aber ich habe gewonnen. Ja. Und da hast du die Gitarre mit? Die Gitarre habe ich mir da gekauft. Warte bitte. Ja. Wait. Mhm. Ach nee, das sind die Noten. Mhm. Stimmgerät. Ja. Selber gebaut. Mhm. Und warte. Ich lege es hier hin. Ja. Und die Gitarre. Mit Holz so eine, wie von Spanien. Ach so. Voila! Ja. Ja. Dann. Das sind die Noten. Aber das ist keine richtige Gitarre. No. Ja. Ukulele. Mhm. Und was sind das für Noten? Die Noten? Ja. Von dem Lied, was wir spielen wollen vielleicht. Das habe ich mitgebracht. Ich spiele es dir vor, dass du ja schon erstmal gebrieft bist. Ja. Und dann, das habe ich von YouTube. Ach so. Ja. Man kann bei YouTube, da brauchst du keinen Unterricht nehmen, da kannst du bei YouTube alles lernen. Mhm. Da habe ich das mir angeguckt und genau wie es auf YouTube ist, einfach auswendig gelernt. Ach so. So wie es dort ist. Und was ist das für ein Lied? Das ist ein Liebeslied. Ein Liebeslied? Ja, von Schweden. Ach. Da habe ich mir kulturell angeeignet. Ja. Aber brauchst du keine Angst haben, ich sing's nie auf Schwedisch. Nee. Ich sing's auf Bulgarisch. Was? Aus Spaß. Ja. Ich sing's auf Englisch, ganz normal. Ja. Weil das die Sprache der Liebe ist. Bei Liedern. Ja. Normal ist Französisch die Sprache der Liebe. Das stimmt, ja. Und da muss man auch differenzieren. Es gibt ja verschiedenes Französisch auch. Belgisches Französisch. Ja. Aus Belgien. Mhm. Dann gibt's noch Schweizer Französisch. Ja. Von der Schweiz. Ja, ja. Kernfranzösisch von Frankreich. Mhm. Altfranzösisch, das ist ohne Zähne. Ach so, ja. Den habe ich von meinem Vati Steffen. Das ist auch so lustig, oder? Ja, der haut manchmal Dinger raus. Ja. Der macht immer Spaß, wenn er ein bisschen was getrunken hat. Ja. Ja. Und da habe ich das Lied auswendig gelernt. Das ist ein Liebeslied, weil ich gedacht habe, ist vielleicht für Dresden auch gut, mal was Lebensbejahendes spielen. Ja. Ja. Aber es ist ein trauriges Liebeslied. Ach so. Ja. Das Leitmotiv dieses Liebeslieds ist Liebesleid. Ah, ne, spiel mal. Ja. Ich mach das noch runter. Damit das besser dorthin guckt, wo es gut hört. Okay. Und ich stimme vielleicht lieber nochmal. Ja. Stimmgerät. Das habe ich selber gebaut. Mhm. Ja, ja, na ja, 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 na ja, 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 ja. So könnte es reichen. Mhm. So, das habe ich von YouTube auswendig gelernt. Ich mache es so hoch. Ja. Beobachte und lerne. Mhm. Hä? Falsche Seite. Ach so, ja. Das habe ich in Strela kopiert, im Copyshop. Mhm. Dort arbeitet ein Mongole. Ach so, ja. Das ist die richtige Sache. Mhm. Wir wollen still sein. Lay a whisper
on my pillow. Leave the winter on the ground. I wake up lonely, this air of silence in the bedroom and all around. Touch me now, I close my eyes and dream away. It must have been a love, but it's over now. It must have been good, but I... Bei uns im Penny ist Bio Penny günstig. Entdeckt unser großes Naturgutangebot. Lost it somehow. Ich schwöre, genau so war's auf YouTube. It must have been love, but it's over now. From the moment we touch, till the time had run out, it must have been love. Rico Roos aus Oppitsch. Zweitigkeiten mit Freunden. Welch hervorragender Klangkörper. Zärtlichkeiten mit Freunden, was für ein grandioser Klangkörper, was für ein hervorragendes Orchester und... Ah, der hat mich geschüppt. Wärsch Akro. Nein, aber tolle Band, muss man wirklich sagen, auch ein toller Name, auch wenn der vielleicht für einige so ein bisschen anzüglich klingt, ja, so Zärtlichkeiten mit Freunden, das ist nichts Verbotenes, also das darf man machen, Zärtlichkeiten mit Freunden ist erlaubt. Kritisch wird es nur bei Verwandten. Jetzt kommt ein Gast auf die Bühne, wo ich mich frage, was soll man dazu sagen? Ja, also man könnte jetzt so den ganzen Quatsch erzählen, eine tolle Künstlerin, bla bla bla, diese ganze Suppe, wer will denn das hören? Also sie macht etwas Hervorragendes, also jetzt mal sinnbildlich, sie besteigt ihren Verbal Maserati und brettert gut gelaunt über alle Ampeln, rote, gelbe, grüne, braune, also egal. Und ihr dabei zuzuhören, das ist des Segens reinste Wonne, es ist ein Bottich prallsten Glückes, es ist, als würde einem der Erzengel persönlich die Fontanelle mit Mettwurst pürieren. Es ist wunderbar, dass sie hier ist, ich freue mich, sie hoffentlich auch, erzeugt Laute der Begeisterung für Lisa Eckert. Dankeschön. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Ich war jetzt einige Wochen weg von der Bühne. Ich habe einfach eine Auszeit gebraucht. Die habe ich mir auch gegönnt. Und bin den Jakobsweg gefahren. Selbst, ganz ohne Chauffeur. Und das war eine Grenzerfahrung. Ich habe ja keinen Führerschein. Und auch kein Auto. Ich habe mir extra für den Jakobsweg eins zugelegt. Und habe lange überlegt, was ist das spirituellste Gefährt? Auf eBay habe ich es dann gefunden. Ein gebrauchtes Papamobil. Von Johannes Paul II. Wahnsinn. Ich habe es aber nicht genommen, weil ich wusste, ah nein, mit dem Ding kriege ich nur Ärger, das hat der Pauli sicher geklaut. Und ja, wir steigen tief ein, Autoklauer, Polenwitze. Nein. Kommt nicht mehr vor, ich schwör's. Ja. Nein, ich habe mir natürlich einen klassischen Jeep zugelegt, das braucht man am Jakobsweg, so einen Geländewagen. Gottes Wege sind unergründlich und vor allem nicht asphaltiert. An einer Stelle, da hatte ich eine Marienerscheinung. Es war nur eine Pilgerin oben auf der Windschutzscheibe. Hat mich trotzdem zum Nachdenken gebracht. Viel los am Jakobsweg, sage ich Ihnen. Das war körperlich sehr anstrengend für mich. Ich hatte am Abend immer Blasen an den Füßen, vom ständigen Bremsen, Blasen an den Händen, vom dauernden Huben. Ich sah aus, als hätte ich Stigmata. Und in einer Herberge ist es dann passiert. Da haben sie mich für den Heiland gehalten. Und das letzte Stück zur Kathedrale getragen. Gott sei Dank, ich habe gesehen, vor dieser Kathedrale, ich hätte dort nie einen Parkplatz gekriegt.
Ich schreibe jetzt ein Buch über meine Pilgerfahrt. Es heißt, ich muss da mal durch. Wird sicher ein Riesenerfolg. Eigentlich mache ich sowas nicht, also so Massentourismus. Das ist nicht meins, weil ich mir nie sicher sein kann, ob da unter den vielen Menschen nicht auch Rechtsextreme sind. Mit denen mache ich mich nicht gemein. Deswegen war ich auch nicht auf dieser Friedensdemo in Berlin. Ich gehe nirgendwo mehr hin, wo vielleicht Rechtsextreme sind. Ins Stadion, in den Supermarkt, nach Hause. Nein, ich meine nicht mich selbst. Ja. Mein Sohn ist rechtsextrem. Er wird jetzt bald 2. Und zeigt alle Anzeichen einer rechtsextremistischen Gesinnung. Die da sind, laut Wikipedia, Dogmatismus, Schwarz-Weiß-Denken, ausgeprägtes Sendungsbewusstsein. Aber es soll mich nicht verwundern, ich hätte es mir ja denken können, er kam schon als Glatze zur Welt. Und von da an ging es bergab. Ja. Mein Sohn fängt jetzt langsam an zu sprechen, er lernt gerade seine ersten Worte, schnappt von überall alles auf, auch aus den Nachrichten. Und da geht es gerade nur um Waffen, genauer gesagt um Panzer. Und wenn ich mit meinem Sohn jetzt in den Leipziger Zoo gehe, ist er immer ganz enttäuscht, weil er keine Pumas sieht, sondern nur so blöde Tiere. Was sollen denn diese Tiernamen? Leo, Puma, Käfer, Mausi. Das klingt wie die Ex-Frauen vom Richard Lugner. Früher, da hatten Waffen Frauennamen. Aber das geht heute nicht mehr, weil immer mehr Damen in der Armee sind. Und wenn der Offizier da fragt, wo ist die dicke Bertha? Dann heißt er. Dann heißt es ganz verschämt, die liegt im Lazarett. Hm? Regelschmerzen. Nein, ich meine den Mörser mit 42 Kaliber. Sag ich ja, Regelschmerzen. Bei diesen Waffenlieferungen, was mich verwundert, geht es eigentlich immer nur darum, was geliefert wird, aber nicht wie. Ich meine, wir dürfen ja keine Truppen schicken. Wie kommen die Panzer denn dorthin? Oder lässt man die kurz vor der Grenze stehen? Schickt dem Selensky einen Zettel, wir haben sie nicht angetroffen. Ihr Panzer wurde an einen Nachbarn übergeben. Wir wissen aus Erfahrung, wie so oft steht nicht bei welchem. Jetzt muss der überall herumfragen, hat nur 7 Werktage Zeit. Und was ist überhaupt der Lieferweg? Gibt ja viele Möglichkeiten, aber keine scheint mir passend. Durch Tschechien? Ein deutscher Panzer in Tschechien anrollen. Die eröffnen das Feuer. Da können wir 100-mal sagen, wir müssen da nur durch. Das haben wir damals auch gesagt. Das glauben die kein zweites Mal. Durch Polen geht's genauso wenig, da werden die Dinger gleich geklaut. Jetzt kommt keiner mehr versprochen. Und durch Österreich? Na, besser nicht. Das macht uns falsche Hoffnungen. Haben Sie das mitbekommen? Der deutsche Bundeswehroberst, Roderich Stahlgewitter, nein, pardon, Kiesewetter, hat gemeint, Russland muss lernen zu verlieren. Ja, das hat mein Opa auch gesagt. Mein Opa war auch immer dafür, dass die Ukraine in die EU kommt. EU hieß damals Deutsches Reich und es gab keine Beitrittskriterien. Mein Opa war nicht an der Front. Jahrgang 1933 war er damals zu jung zum Volkssturm und hat das lebenslang bedauert. Wann immer er beim Rasenmähen einen Grashalm übersehen hat, meinte er, da habe ich einen Russ stehen lassen. Warum erzähle ich Ihnen das? Man darf jetzt nicht alle Rechtsextremen in einen Topf werfen. Die sind nicht alle bei der Friedensbewegung. Und vielleicht noch wichtiger, nicht jeder, der Waffen liefern will, ist für die Ukraine. Manche sind auch einfach für Krieg. Ich glaube, ich fahre den Jakobsweg nochmal. Applaus
Ja. Wir sind ja nun, wie gesagt, schon im 9. Jahr der Humorzone und ich bin ja da als Schirmling tätig und da wird man natürlich ganz oft gefragt, ja, du kennst ja da die ganzen Künstler, wie sind die alle so privat? Und da kann man natürlich auch nicht alle in einen Topf werfen, klar, ne, es gibt also solche und gut, andere kenne ich gar nicht. Ich kann eigentlich nur für mich reden, ich bin relativ normal, so natürlich mache ich zu Hause, wird auch mal eine Flachsrakete gezündet, aber im Wesentlichen so ernähre ich mich bewusst, bin auch so ein bisschen sportlich, weil ich halt weiß, je gesünder ich am Tag lebe, desto mehr kann ich abends saufen, rauchen, rumhuren und mich prügeln mit meinem Crack-Dealer, ja, also das ist schon... eher ein Nachtleben, also hat ja meine Oma schon gesagt, ja, wer nachts schläft, der braucht sich nicht wundern, wenn er am Tag arbeiten geht. Und dieses, ja, dieses Leben heißt natürlich aber trotzdem auch, man muss so ein bisschen die Balance behalten, also ich versuche schon fit zu bleiben, zumal jetzt ja auch über die Wiedereinführung der Wehrpflicht debattiert wird, ja, da will ich schon fit sein, denn je fitter ich bin, ich weiß jetzt nicht, ob es mich noch betrifft, aber im Zweifel, je fitter ich bin, desto schneller kann ich wegrennen. Ja? Wenn sie kommen, mich zu holen, Scholzens Schergen und Pistorius Sescher, ja, wenn sie mich greifen wollen. Wobei ich jetzt nicht prinzipiell gegen die Wehrpflicht bin, ja, ich glaube, so wie alle, die Kinder haben, ja, denn die gehen ja schon davon aus, dass die Armee dann das nachholt, was die Eltern versäumt haben, den Kindern zu vermitteln. Ja, Werte, Respekt, das hört man ja ganz oft. Ne? Wo ist denn der Große? Der Mirko ist beim Bund, lernt der Ordnung. Und ich wurde ja auch noch gemustert. Damals, Bundeswehr, bin ich auch hin, ziemlich enthusiasmiert. Habe gesagt, Bundeswehr klingt gut, fange ich sofort an als General oder als Feldmarschall. Und da wurde gleich gesagt, nein, das geht eben nicht. Da muss man ganz unten anfangen und dann die Hierarchien einzeln durchlaufen. So als Gefreiter, dann irgendwie als Unteräumel und dann als Stabstrottel und als Rottenwebel und irgendwie diese ganzen, bis man dann irgendwann Oberblödmann ist. Also ist ja völliger Unfug. Ja, also wozu das Ganze? Also wenn ich Jockey werden will, muss ich ja vorher auch nicht Pferd gewesen sein. Ja? Also völlig unflexibel, der Verein. Und... ich wurde dann im Endeffekt ausgemustert. Das war damals natürlich irgendwie cool. Ja, ich bin ausgemustert. Heute bewertet man das natürlich so ein bisschen anders. Ja, heute wird ja die Frage gestellt, soll man kämpfen, wogegen, wofür? Ja, kämpft man jetzt für die Freiheit? Ja, das klingt ja nach einem hehren Ziel, aber muss man natürlich auch aufpassen, wann man das macht. Ja, also wenn ich die Freiheit jetzt vor 3 Jahren verteidigt hätte, ne, gegen das freche Virus, da hätte es vielleicht Ärger gegeben und ein Gespräch mit dem ABV. Ja, und Deutschland verteidigen, ja klar, aber muss man auch mal fragen, lohnt sich das? Ja? Naja, Sachsen-Anhalt, also, oder ich meine das ganze Ruhrgebiet, das sieht ja schon jetzt aus wie nach dem Krieg. Ja? Also, na, alles ist irgendwie kaputt. Ja? Auf Medikamente muss man warten, auf einen Handwerker musste 6 Monate warten, auf eine Entbindung mittlerweile 10 Monate. Also da ist die Motivation jetzt nicht bei 180, zumal natürlich auch, wie soll ich sagen, jetzt eine militärische, völlig neue, eine ungewohnte Situation herrscht. Ja, in also es gibt ja jetzt endlich mal einen Krieg in Europa, den nicht die Deutschen angefangen haben. So. Na, da könnte man es jetzt mal zurücklehnen, aber nein, der Deutsche, der fühlt sich sofort angesprochen. Ja, der weiß sofort, was zu machen ist. Da müssen wir hier rein und dann gewinnen wir dort und Truppenverbände und schieben. Also da gibt es jetzt ganz viele Experten, wo ich mich wundere, woher wissen die das alles? Ja, die persönliche Kampferfahrung fehlt ja den meisten. Und das müsste man eigentlich erstmal irgendwie ermöglichen, dass die da alle mal wenigstens mal kurz mitmachen. Müssen mal so eine Schnupperwoche an der Front. Ja? Oder so ein Praktikum, also so ein Volontariat im Häuserkampf. Ja, denn... man muss ja wissen, worüber man entscheidet. Ja, man hat sich ja eben beschlossen, wie gerade Waffen zu liefern. Und das ist ja schon was Entscheidendes. Stand ja in der Zeitung, deutsche Panzer können Moskau besiegen. Ich habe einen Onkel in Thüringen, der träumt seit 70 Jahren von nichts anderem. Ja, und da habe ich immer gesagt, nein, komm, leg dich hin, nimm deine Tabletten, Manfred. Und jetzt plötzlich, ja, jetzt bin ich der Dumme. Also... ja, es werden Leopard-Panzer geliefert, oder nicht, Leo, also, wie heißt Leo? Ja, Fachkräfte nennen ihn ja Leo, das ging da auch viel niedlich, und ja, der kleine Leo, nun komm mal hier, nuff, 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 wo ist er denn? Ja, der Leo, der ist so niedlich und der kann über 10 Soldaten gleichzeitig drüber fahren, matsche, matsche, matsche. So,
und ich möchte jetzt überhaupt nicht irgendwie Waffenlieferungen dämonisieren. Ja, sind wir ehrlich, Waffenlieferungen sind alternativlos. Ja, ohne Waffen, da kommt ja so ein Krieg gar nicht in Schwung. Ja, also man kann sich jetzt ja nicht mit dem Löffel massakrieren. So, und ich würde auch, wenn ich Staat wäre, würde ich auch Waffen liefern, ja, aber an beide Seiten. Na, natürlich gerecht verteilt, also die einen bekommen die Gewehre, die anderen die Munition. Ja, müssen Sie sehen, wie Sie klarkommen. Ja, da kommen Sie vielleicht zu uns gestellt. Und ich denke schon, dass man da in jedem Fall neue Wege gehen muss. Vielleicht auch, also es gibt ja auch Waffen, sag ich mal, nicht tödliche Waffen, die trotzdem einschlagen, wie zum Beispiel, was für eine Überleitung, unsere nächste Künstlerin, sie ist eine echte Granate. Wobei, ich glaube nicht, dass sie das will, so diese ganze, sie ist, wie soll man so schon sagen, sie ist der Tornado oder ein weiblicher Tornado, eine starke Böe, eine Turbine, sie ist eine Urgewalt, eine höhere Gewalt, sie ist alle Gewalt gefangen im Körper eines einzelnen Menschen. Freuen wir uns auf die großartige Anna Mateur. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Gemeinderäte, liebe Gemeinderätinnen, lieber Herr Sauerbach, liebe Frau Dr. Schönborn, liebe Landfrauen, liebe FeuerwehrlerInnen, lieber Sportverein und auch lieber von August bis September 2011 stellvertretender Sportvereinsvorsitzender Sören Gorbitz, auch in Abwesenheit, lieber Herr Martin Görschek, gute Besserung an dieser Stelle. Ihnen allen rufe ich zu, herzlich willkommen. Ich möchte meine 80-minütige Redezeit sinnvoll verwenden, mich bei einigen Mitmenschen und Gewerken der Gemeinde zu bedanken. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, nach einer Zeit der Querelen und Strapazen. Nicht immer war es leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich erinnere an den intensiven Briefverkehr mit dem Bauamt und dem Amt für Denkmalschutz. Und doch haben wir zu guter Letzt auf und zur Freude aller Beteiligten einen gemeinsamen Konsens gefunden. Wahrlich stolz können wir sein auf unsere Gemeinde Zschorkau, denn sie hat so viel zu bieten. Da gibt es die Zschorkauer Mühle, den Zschorkauer Grund und auch nicht unerwähnt lassen möchte ich das Zschorkauer Zwetschgenpressenmuseum. Dennoch, unsere Gemeinde Pressenmuseum. Messenmuseum. Dennoch, unsere Gemeinde leidet unter stetem Geburtenrückgang, der Land-Stadt-Flucht und vor allem unter der Abwanderung der Jugend. Auch Touristen finden nur selten ihren Weg in unsere schöne Gegend. Was machen? Was? 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 Was, aber nur was, fragten sich die Mitglieder des Kreativkreises Heimatschutz um Herrn Fiemle, welches sich jeden zweiten Mittwoch im Hinterzimmer des Schulhortes unserer Grundschule am Bach hinter der Tankstelle neben dem Gasthof Schlaubitz trafen. Und so freue ich mich, dass wir heute endlich unsere alte Scheune nach dem Umbau wieder eröffnen können als einen der größten Swingerclubs Europas. Na, wenn das nichts ist. Scheune wieder. Wenn das nichts ist. Unser Dank gilt auch den wenigen verbliebenen, noch fruchtbaren Frauen von Zschorkau, die sich auf dieses Experiment einlassen werden. Und freudig weiß ich mitzuteilen, dass sich 100% unserer Gemeinderäte, die Herren der Feuerwehr und des Sportvereins, sowohl als auch unser Optiker Herr Schlöpus, bereit erklärt haben, aktiv am Swingerleben Zschorkau mitzumischen. Das wird nicht nur den Geburtenrückgang entgegenwirken, nein,
Vielleicht wird auch der eine oder andere Besucher auf die Vorzüge unserer Gemeinde aufmerksam. Vor oder nach dem Vögeln kann man sich doch auch unsere Zschorkauer Mühle, den Zschorkauer Grund, das Zschorkauer Zwetschgenpressenmuseum anschauen gehen. Weiterhin bedanken wir uns bei der Firma Espner für die Fußbodenheizung in unserer Plüschbühne. Danke an die Firma Seidel für die Plasterpalmen und die abwaschspornischen Wände. Danke an die Firma Fickenlikör. Herr Oberbürgermeister, wenn Sie jetzt als feierlichen Akt etwas Gleitgel auf den unteren Stufen verschmieren möchten, in diesem Sinne, ohne Gang kein Bang. Wir fahren raus aufs Land, kahle Felder liegen im Schnee. Die Sonne geht schon unter, am Horizont ein Schloss am See. Parkplätze sind zur Genüge vorhanden, Duschen findet man im ersten Geschoss. Ein Blick aufs Gesundheitszeugnis, umziehen, dann geht's los. Lasst euch gehen, seid ungehemmt, wir haben sogar eine Live-Jazz-Band. Alles sauber und maskiert, heute wird im Takt penetriert. Übereinander, nebeneinander, organisierter Rausch in der Pampa. Bist du bereit, ein wenig zwischenzulanden beim Sex mit Unbekannten? Übereinander, nebeneinander, Flora und Fauna begleiten dich in die Sauna. Bist du bereit, ein wenig zwischenzulanden beim Sex mit Unbekannten? Jo, also erstmal schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe auch ein paar neue Gesichter und ein paar bekannte Posts. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ja, wendet euch einfach an Manuela, wenn sie nicht gerade zu tun hat. Ja, und wir haben noch eine kleine Überraschung im ersten Geschoss. Da ist gleich neben der Sauna ein Buffet aufgebaut. Heute gibt's Linsensalat. Die haben Themenbereiche, Sauna und Pool auch. Stall und Orient Express sind cool im Darkroom, ist absolut kein Licht. Man sieht den Schwanz vor Augen nicht. Herr Oberbürgermeister! Alles anonym und unverbindlich. Bei der Wahl meines Kostüms war ich sehr gründlich. Neben mir sehe ich noch zwei. Ich bin Catwoman Nummer 3. Lasst euch gehen, seid ungehemmt. Wir haben sogar eine Live-Jazz-Band. Alles sauber und maskiert. Heute wird im Takt penetriert. Übereinander, nebeneinander. Organisierter Rausch in der Pampa. Bist du bereit, ein wenig zwischenzulanden beim Sex mit Unbekannten? Übereinander, nebeneinander, das lebende Buffet heißt heute Sandra. Bist du bereit, ein wenig zwischenzulanden beim Sex mit Unbekannten? Haben flüchtigen Blick riskiert. Die Liebesschaukel wird noch desinfiziert. Die Streckbank ist grad frei, mich freut's. Dann deck ich dich am Andreaskreuz. Wir fallen übereinander her. Ab und an sind wir ein bis vier mehr. Alles klebt, vögelt und schwitzt, während du auf mir sitzt. Wir rammen wie wild, geh ruhig den Rest. Du bist an meiner Maske fest. Zwei Typen und du stecken tief. Ihr wird frin und du fragst, ob ich verheiratet bin. Du findest immer die richtigen Worte und immer das richtige Loch. Plötzlich hältst du inne und sagst, bist du nicht die? Sag mal, ich kenn dich doch. Übereinander, nebeneinander, organisierter Rausch in der Pampa. Ich war bereit, ein wenig zwischenzulanden beim Sex mit Unbekannten. Übereinander, nebeneinander, wie hast du mich bloß erkannt für interessant? Wie soll ich diese Schmach nur überleben? Nein, ich will jetzt keine Autogramme geben. Nein,
Ich gebe jetzt keine Autogramme, nein, nein, nein. Ach, es war so schön anonym, Notiz an mich selbst, anderes Kostüm, nein. Ich will noch keinen Linsen vom Buffet. Meinung eher, geh mir weg mit deinen Linsen, nein. Beim Sex mit Unbekannten. Amateur sowie Samuel und Kim. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Da muss man ja wirklich sagen, also was für eine geile Wuchtbrumme. Sehr erfreulich. Leider ist es nicht immer so schön im Leben. Natürlich, jeder kennt das. Es gibt Momente, ja, wo sich das dunkle Moos, der Trübsal auf der Synapse breit macht. Ja, ich selber kenne das auch. Ich hatte auch Momente, in denen ich litt. Das ist hier vorne Unruhe? Wird hier geschwatzt. Also, ich öffne mich hier und dann macht sich jemand lächerlich. Also ich hatte wirklich einen Moment, es fällt mir immer noch schwer, drüber zu reden. Es trug sich zu in Köln, es war die Verleihung des Köln Comedy Festivals, das ist sowas wie hier, so eine Gala, steht einer oben, quatscht, man schläft ein. Das geht 5 Stunden, ja, gefühlt sind es allerdings wirklich Äonen, gibt so gut wie keine Pause, man kann bloß mal kurz raus, dann gibt es nichts zu trinken, bloß so Cola, Fanta, Spreit, Plörre. Und plötzlich aber in dieser Tristesse tat sich ein Wunder auf, es war wie Wasser in der Wüste, vor mir stand ein Recke, ein Mann, ein Held und er hielt 3 Getränke in der Hand. Eisgekühlte Wodka-Cola. Ja, ich erinnere mich noch genau, er stand da und dann gibt es ja welche, die hätten gesagt, hier, nimm mal einen Schluck und dann schleich dich. Es hätte auch Wackere gegeben, die hätten gesagt, Olaf, hier, nimm eine Dose, ja, und sei glücklich damit. Aber jener Freund, jener, wie heißt der, Faisal, jener Faisal Kawusi gab mir 2. Er gab mir 2 eiskalte Büchsen Cola, Wodka und sagte, dann bleibt mir immer noch eine. Ja, und mir schoss wirklich, also mir wurde feucht vor Augen und im Schlüpfer. Also ich war wirklich gerührt. Also erstens ob der sozialen Kompetenz und natürlich auch, weil das ja auch lustig ist, mit der, ne, ihm bleibt noch eine, er hat 2, da gibt es ja auch die Eltern, da haben ihre Kinder 2 und 1 genannt, ne? Wenn 1 mal weg ist, haben sie immer noch 2. Ja? Also da habe ich mir gedacht, so ein Typ hat es verdient, hier bei uns aufzutreten in der Humorzone. Freuen wir uns gemeinsam, dass er da ist. Faisal Kawusi. Hallo. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für den schönen Empfang. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Und vor allem freue ich mich, dass ich über die Bühne laufe und die knirscht nicht mehr so krass. Weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel Sport gemacht und habe jetzt insgesamt 45 Kilo abgenommen. Habt ihr das mitbekommen? Ja, Wahnsinn. Aber wisst ihr, was das Verrückte ist? Ich habe 45 Kilo abgenommen, aber ich bin immer noch fett. Wie fett musst du sein, dass du 45 Kilo abnimmst und immer noch fett bist? Ist eine Leistung für sich. Und wisst ihr, viele Leute haben mich gefragt, Dankeschön, Mama, viele Leute haben mich gefragt, Faisal, was war die Motivation, was hat dich dazu bewogen, was war der springende Punkt, warum du abnehmen wolltest? Und es waren einfach ein sehr, sehr krasse Momente in meinem Leben. Denn wisst ihr, woran man merkt, weißt du, woran du merkst, dass du fett bist? Du sitzt auf Sachen und merkst nicht, dass du auf Sachen sitzt. Und ich meine damit nicht einen Stift oder eine Fernbedienung. Ich meine meinen Onkel. Und natürlich haben die Leute auch gefragt, Faisal, wie hast du das gemacht? Wie hast du es geschafft, so viel abzunehmen? Und es ist ganz einfach. Man muss auf seine Ernährung achten und Sport ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und ich habe Kampfsport gemacht und ich war sehr viel laufen. Und das Gute am Laufen ist, das kann man ja überall machen. Und ich meine, ich würde eh jedem Afghanen dazu raten, wenn er im Osten ist, sollte er Laufschuhe dabei haben. Und als ich... An sich laufen wir Afghanen ja nicht so gerne, wir sind eher so die Wanderer.
Nee. Und wisst ihr, es gibt ja oft traurigerweise Spannungen zwischen Deutsch und Afghanisch. Was ich sehr, sehr schade finde, weil an sich können diese zwei Kulturen sehr viel voneinander lernen. Vor allem können wir Afghanen sehr viel von euch Deutschen lernen. Die deutsche Kultur ist eine sehr, sehr intelligente und effiziente Kultur. Es gibt deutsche Tugenden, die dafür gesorgt haben, dass deutsche Qualität weltweit bekannt ist. Dazu gehört Ordnung, Pünktlichkeit und Sorgfalt. Aber es gibt auch eine Sache, die könnt ihr Deutschen von uns Afghanen lernen, und das ist Terrorismus. Spaß. Ich find's lustig. Es gibt eine Sache, die könnt ihr Deutschen tatsächlich von uns Afghanen lernen, und das ist Gastfreundschaft. Ich merke jetzt schon, ein paar von euch fühlen sich ein bisschen beleidigt. Oder auch nicht. Aber es ist, ehrlicherweise, an dieser Stelle fühlen sich oft einige Deutsche ein bisschen beleidigt. So, nein, Faisal, also das ist jetzt nicht ganz fair. Also bei uns gibt es auch Kaffee und Kuchen. Also das ist jetzt nicht nett, was du sagst. Ich sage nicht, dass ihr nicht gastfreundlich seid. Ich sage einfach nur, dass Gastfreundschaft ein sehr, sehr starker Bestandteil der afghanischen Kultur ist. Wir sind unfassbar gastfreundlich. Und vor allem, das merke ich ja vor allem in meiner Familie, vor allem meine Mutter ist unfassbar gastfreundlich. Und meine Mutter liebt es, Menschen zu füttern. Als sie klein war, wurde ihr wohl gesagt, wenn jemand zu dir nach Hause kommt und hungrig wieder rausgeht, kommst du in die Hölle. Denn egal wer kommt, sie gibt ihm was zu essen. Egal wer. Adolf Hitler könnte kommen, der würde Reis und Fleisch bekommen. Egal was passiert, egal wer kommt, er bekommt bei uns was zu essen. Guck mal, vor einigen Jahren war es so, ich bin mit dem Auto zu schnell gefahren und musste meinen Führerschein abgeben. Habe ich aber nicht. Aber die Scheiße in der deutschen Polizei ist, irgendwann kommen die den holen, so, weißt du? Und ich war dann zu Hause, saß mit der Familie und plötzlich klingelt es an der Tür. Meine Mutter geht an die Tür. Hallo? Oh, ja, ich mach dich auf. Faisal! 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 Afghanische Mütter tendieren zur Dramatik. Faisal! Ist Polizei! Polizei, du bist meine Drogendealer! Faisal! Ich so, Mama, ich verkaufe keine Drogen, ich konsumiere sie nur. Was ist denn los? Ist Polizei! Ich so, okay, beruhig dich, Mama, ich regel das schon. Geh, ich mach das schon. Und dann gehe ich an die Tür, mach die Tür auf und da kommen zwei Polizisten auf mich zugelaufen. Und der eine wirkte sehr sympathisch, aber der andere, der war so ein bisschen in seinem G.I. Joe-Modus. Weißt du, der war wie so ein Western-Gangster, kam er auf mich zu, so. Denn der sympathische Polizist sagte mir, Herr Kawusi, es tut mir sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir einen Beschluss erhalten haben und wir müssten leider heute Ihren Führerschein einkassieren. Ich habe ihm gesagt, so, ey, ich verstehe das, ist kein Problem, ich gehe und hole ihn sofort. Plötzlich kommt dieser G.I. Joe-Polizist auf mich näher zu und sagt, hören Sie auf zu schreien. Ich schreie doch gar nicht, beruhigen Sie sich, ich bin ganz ruhig, was ist mit dir los? Hey, G.I. Joe, mach dich mal locker, geh mal einen Schritt zurück. Und er sagt zu mir, ich bewege mich keinen Zentimeter. Ich dachte mir so, okay, das ist ziemlich cringe. Und in dem Moment, Gott sei Dank, spüre ich von hinten so ein Zucken. Und ich drehe mich nach hinten und es ist dann meine Mutter. Ich so, Mama, beruhig dich, das ist die Polizei, ja, aber die wollen nur meinen Führerschein. Alles ist gut. Und die so, ja, haben die Hunger? Ich weiß nicht, ob die Hunger haben. Fragst du? Okay. Jungs, ich soll euch von meiner Mutter fragen, ob ihr Hunger habt. Und sogar der G.I. Joe war so, ja, was essen können, ja, was essen können, ja, warum nicht, ja. Und da habe ich die beiden reingebeten, so gastfreundlich wie ich bin, und sie kamen rein und es gab typisch afghanisches Essen. Es gab Reis, es gab Fleisch, es gab Kartoffeln, es gab Auberginen und es gab auch Chutney. Aber was viele Deutsche nicht wissen, Chutney ist unfassbar scharf. Und dieser Polizist hat es reingeballert, dass es kracht. Und dann sieht man so, wie er das schön in sich reinschaufelt. Er isst und isst und isst und isst. Und irgendwann merkt man aber, wie die Schärfe kickt. Und der ist dann so. Man merkt so, er fängt an zu schwitzen. Er wird ziemlich unruhig. Man hört, wie der Bauch anfängt zu grummeln. Die Schärfe wandert durch den ganzen Körper. Und irgendwann will sie natürlich auch wieder raus. Und er wird ganz unruhig. Und dann springt er plötzlich auf, rennt Richtung Toilette, will sie aufmachen und die Tür ist abgeschlossen. Wer ist drin? Ich.
Und er ganz aufgeregt, bitte machen Sie die Tür auf, ich muss ganz, ganz dringend auf Toilette, können Sie bitte rauskommen? Und da habe ich ihm gesagt, ich bewege mich keinen Zentimeter. Und wir Afghanen sind sehr, sehr gastfreundlich. Das ist wirklich sehr, sehr krass bei uns. Aber manchmal sind wir so ein bisschen krankhaft gastfreundlich. Manchmal übertreiben wir es ein bisschen, weißt du? Weil wisst ihr, wir lieben unsere Gäste so sehr, wir lassen sie nicht mehr gehen. Wir lieben unsere Gäste so sehr, dass sind irgendwann nicht mehr unsere Gäste, sondern unsere Geiseln. Die Zeugen Jehovas trauen sich nicht mehr zu uns zu kommen. Die haben Angst. Weil wenn Zeugen Jehovas zu einer anderen deutschen Familie gehen und die klopfen an der Tür und die macht die Tür auf und er sagt, hallo, guten Tag, Herr Müller, ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Puff, Tür zu, habt ihr keinen Bock drauf? Und dann kamen die zu uns nach Hause, klopfen an der Tür. Mein Vater macht die Tür auf. Hallo, guten Tag, Herr Kavusi, ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Und mein Vater so, Gott, interessantes Thema, kommst du rein? Und dieser Idiot wusste nicht, dass er gerade in Azkaban reingelaufen ist. Der kam 3 Tage später raus und war Moslem. Dankeschön. Faisal Kavusi! Hau rein! Yeah! Hey. So sind wir, jungen Leute. Immer einen geilen Move. Ja, jetzt kommen wir quasi zum Überraschungsbeutel des Abends. Wenn ihr auftritt, dann weiß man nie so richtig, was man kriegt. Ja, also das ist wirklich immer wieder verblüffend überraschend. Das ist so, wie wenn meine Freundin, wenn Carola, wenn sie kocht, ja, angenommen, ich wünsche mir Kartoffeln, ne, dann kocht sie Reis und dann gibt es zum Schluss Nudeln, ja, die nach Klößen schmecken. Also so ähnlich ist es bei ihm auch. Fest steht nur, er wird musizieren, denn man sieht es schon hier, er wird nicht nur musizieren, also er wird singen und klavieren. Deshalb, no. Hier, roter Punkt. No. Ja, das sind hier junge Menschen, deshalb, ja, sie möchten beim Arbeiten nicht gefilmt werden. Fachkräfte, alles hier, absolute Spezialisten, hier sind wirklich Gehirnchirurgen dabei, Professoren. Aber halt alles Tschechen. Und sie machen das hier. Wir müssen uns natürlich auch bedanken für das Klavier. Es ist ein sehr kleines Klavier, das soll ich unbedingt erwähnen. Es gehört der kleinen Ming Li aus Hangzhou. Sie ist 7 Jahre alt und studiert seit 6 Jahren in Dresden an der Musikhochschule. Und ihr haben wir das Klavier heute sozusagen gestohlen. Das ist ein bisschen gemein, da kannst du nur 22 Stunden am Tag üben. Aber es ist in guten Händen. Ist alles ready? Dann gebt mir ein Go. Go. Ich bekam ein Go, das heißt, es geht los. Freuen wir uns auf, was habe ich gesagt, auf die Überraschungstüte des heutigen Abends. Hier kommt der famose Reinhard Grebe. Ja, wir haben jetzt 6 Minuten zusammen. Wie soll ich das sagen? Ich digitalisiere gerade mein Leben. Ich mache alles, also Bücher, Schallplatten, Fotoalben, alles muss alles weg, muss auf den Stick und das kommt alles, ich brauche Platz. Ne? Ich habe hier noch was gefunden, eine Arbeitsmappe, die besten Liedanfänge der letzten 30 Jahre, kann auch weg. So, das erste ist von 2004, das geht so. Es gibt Länder. Wo was los ist. Es gibt Städte, wo man gelitten hat. Eisenhüttenstadt. So, das kommen wir weg. So, Platz. So, das ist ein Volkslied aus dem Erzgebirge. Dann lieber Annaberg Buchholz. Ich stell mich einfach da 2 Stunden an die Straße und dann weiß ich, Depressionen müssen gar nicht teuer sein. So, es kommt auch weg. Komm hier,
Mach mal. Das, nicht nicken so. So, das ist ein Lied, ein Weihnachtslied, ein Weihnachtslied, nee, ist ein Osterlied, ein Oster, ist ja bald wieder Ostern, pass auf, es geht so. Am Ostersamstag hat Jesus Brückentag, nee, so, hier, ist komm weg. Das ist eine Getränkewarnung, hier das Getränkewarnung, das geht so. Baileys, Baileys ist doch Nuttenpudding. Ja, das geht so, ist auch weg, kann, das ist ein Lied für den Rotaria-Club Bischofswerda, das geht so. Ich stehe hier auf meiner Wiese und der Wind weht durch das lange Haar. 100 Schafe mähmäh alle meine und die Birnen dieses Jahr werden feine. Das ist kein Witz, das ist Grundbesitz. So, das ist das hier. Dann kommt noch, noch ein Lied für die Habenichts. Das geht so. Ohne Huhn ein Ei. Gut, ne? Das ist Zauberei. Ohne Poppen einen Sohn. Das ist Religion. So, das. Komm mal weg hier. Das. Was haben wir hier? Der war auch gut. Der ist vom letzten. Beethoven war so taub, dass er sein Leben lang dachte, er malt. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier. Der gefällt mir gut. Wer viele Möhren isst, kann die Möhren besser sehen. So, dann haben wir hier, ich war im Kino, Titanic Teil 2, DiCaprio taut auf. Der Film hieß Spreewald, wo die Gondeln Gurken tragen. Dann haben wir hier, ich kenne Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, znaju mir, Druzhba, Omelett, steht hier. So, jetzt haben wir, jetzt noch der Schüttelreim des Tages. Mandy hasst den Handymast. So. Das ist sehr, sehr leise hier. Ich habe geduscht und meine Füße sind trocken geblieben. Da habe ich den Weight Watchers eine E-Mail geschrieben. Das ist. Ich muss sagen, 6 Minuten können ganz schön lang sein. So, hier, was haben wir hier? Das ist ein altes, ganz altes Lied, wurde auch nichts. Das ist auch krepiert hier. Da, Berufe raten, ne? Dankwart ist Tankwart. Nee. Was? Esther, Krankenschwester. Karin, Bibliothek. Karin. Inge, Weitspringerin. Piet ist Schmied. Fertig ist das Lied. Schlecht, ne? Finde ich richtig, richtig mies. So. Ja? Die Zeit ist um. Ist Zeitarbeit hier. Weg damit. Gute Nacht. Macht's gut. Reinhard Grebe. Er gräbe hoch, der Mozart aus der Uckermark. So, es ist spät geworden, wir müssen uns jetzt wirklich ein bisschen ranhalten, wir müssen jetzt senden, was noch da ist, und da trifft es sich gut, dass wir wirklich ein echtes Universalgenie in der Pipeline haben. Er kann im Prinzip alles, er macht auch alles, also er ist auf der Bühne, er schreibt Texte, er hat Fernsehsendungen, er hat einen Podcast, er kann auch alles, er kann, er kann mongolische Holzschuhtänze kommentieren, er kann 10 sächsischen Friseusinnen gleichzeitig zuhören, er baut Playmobil, ein Bettmobil, er baut ein Bettmobil. Das Verrückteste ist, er heißt Stressen Torter und trotzdem nennen ihn alle Thorsten Sträter. Ich weiß nicht, wie er es macht. Der einzige Makel, den er Gott sei Dank hat, ist also, ich sag mal, er sieht nicht ganz so geil aus, wie seine Stimme klingt. Ach so, ich soll mich hier hinstellen. Soll ich jetzt weiter quatschen oder nochmal von vorne anfangen? Entschuldigung, ich habe mich falsch hingestellt, ja. Ich höme. Verzeihung. Wir waren stehen geblieben. Er hat nur einen Makel, also er sieht halt nicht ganz so geil aus, wie seine Stimme klingt. Das ist aber Gott sei Dank auch so, denn das wäre sonst unfair den anderen Kindern gegenüber.
ist in jedem Fall eine riesige Wucht. Ich freue mich persönlich außerordentlichst, dass er jetzt hier aufschlägt. Freuen wir uns auf Thorsten Sträter. Ja, Schluss. Was ist mit Ihnen? Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, hier zu sein in Dresden, meiner Lieblingsstadt in Deutschland. Es ist wundervoll. Es ist wundervoll. Es ist irgendwo Arschkriecherei ein Stück weit, aber es stimmt halt auch. Es ist wunderschön. Mein Lieblingsgebäude in Dresden ist tatsächlich auch der Karstadt. Es ist. Das verschwindet, das ist Ihnen nicht ganz klar, darum geht es heute ein bisschen, weil in Karstadt, Sie können alles im Internet kaufen, was Sie meinen, aber es ist auch nicht dummes Zeug, weil so ein Karstadt muss erhalten bleiben. Da war ich und habe eine sehr nette Konversation gehabt mit so einem Verkäufer und das war toll halt, weil man da noch Fragen stellen kann, worum es jetzt gleich gehen wird und weil man da auch die entsprechenden Antworten bekommt. Haben Sie die Hose noch in 54? Nur noch, was da hängt, wenn Karstadt schließt, wird dieses Sprachgut verschwinden. Nur noch, was da hängt, das macht das Internet ja nicht. Nur noch, was da hängt. Und das ist ja ein uralter Spruch, wahrscheinlich Französische Revolution. Deswegen ist es so wichtig. Wir hoffen das Beste für den Karstadt-Konzern. Um Fragen soll es nun auch gehen. 3 Jahre war ich nicht hier. In dieser Zeit haben sich bei mir Erkenntnisse angesammelt, die dazu angetan sind, einiges Licht in dem Schlagschatten der großen Lebensfragen zu werfen. Diese Veranstaltung muss ja nicht ohne tiefe Betrachtungen auskommen, wenn ich hier bin. Und meistens entstanden diese Erkenntnisse bei mir durch Fragen anderer. Ich bin zum Beispiel sehr häufig gefragt worden, Herr Sträter, was ist Ihre Morgenroutine? Pissen. Das ist meine Morgenroutine, pissen. Oft stehe ich extra dafür auf. Oder noch schlimmer, wir alle kennen das und darum geht's. Nehmen wir an, Sie verlegen Ihren Schlüssel. Also verlegen nicht im Sinne von, bringe ich als Buch raus den Schlüssel, 800 Seiten, viele farbige Abbildungen, sondern irgendwo hingelegt den scheiß Schlüssel und jetzt finden Sie den gerade nicht. Jetzt helfen in diesem Falle viele, viele Wortmeldungen. Auf deine Frage, wo der Schlüssel ist, zum Beispiel, wo er ist. Das kriegt man aber nicht zu hören, sondern stets nur folgenden Satz. Wo hast du ihn denn zuletzt gesehen? Was ist das? Was ist das für eine Frage? Ist es überhaupt eine Frage oder nur ein Geräusch? Ich finde meinen scheiß Schlüssel nicht. Ich möchte nicht wissen, was seine Zwischenstation war, bevor ich ihn verlegt oder was er gerade für Abenteuer erlebt. Ich will wissen, wo er ist. Also was antwortet man auf, wo hast du ihn denn zuletzt gesehen? Am besten dies hier. Gute Frage. Nun, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Es gab eine Zeit, da war ich ein kleiner Bub. So hieß das damals. Bub. Als kleiner Bub also ging ich damals nach der Schule heim, in meinem Ranzen polterten lustig die Krumen des Brotes, das ich in der großen Pause verzehrt hatte. Es war meine Lieblingsschnitte gewesen. Butter, Mortadella, Kopfsalat, Mayo, milder Senf, italienischer Speck, den meine Mutter, wir sagten allerdings Mo, den meine Mo, mit der Rasierklinge schnitt wie in der Knastszene von Goodfellas und dicke Ringe von Frühlingszwiebeln, eingeklemmt zwischen 2 Scheiben guten Stuten, den der Bäckermeister Möllek auf der Pestalozzi-Straße mitten in der Nacht wimmernd bug, wie ein Uhrwerk. Ein herrliches Brot. Allerdings wurde ich mit der Zeit durch dieses Brot ein bisschen fleischig um die Körpermitte. Also steckte mich mein Vater, wir sagten allerdings Vater, mein Vater in einen Sportverein. Es dauerte nicht lange und ich wurde deutscher Meister im Croquet. Wie es aussah, war ich ein Naturtalent da drin, kleine Bällchen mit einem langen, dünnen Hammer durch spillerige Törchen zu kloppen. Und so bereiste ich die halbe Welt. Indien, China, kennen Sie Leute, die China sagen? Was sind das für Psychopathen? Oder? China, der Chinese! Komm, weiter. Aber echt, oder? Das sind doch Chinesen. Und was sind dann Moderatoren im Fernsehen in China? Telekinesen? Völliger Schwachsinn. Weiter.
China, Australien, Kiel, den Nahen Osten, den Fernen Osten, den Osten, der so mittig liegt. Also ihr. Crockett war mein Leben. Ich lernte die Großen dieses Spiels kennen, den Namensgeber Sonny in Miami, aber auch François Crockett, der zudem noch Kartoffelröllchen im Portfolio hatte. Teufelskerle, samt und sonders. Eines Tages jedoch, ich war zu einem stattlichen Klumpen herangewachsen und befand mich zu einem Qualifying für den Musterhausküchen-Fachgeschäft-Pokal in Spitzbergen. Und wie ich da in meinen Hotpants aus Nappa-Leder in der gefrorenen Tundra stehe und mich dehne, umringen mich 8 Wölfe. Ich komme viel rum, also probiere ich als erstes mit dem Survival-Tipp Nummer 1 bei Wölfen. Ich sage nicht zu laut, geht weg, Wölfe, und mache dabei Handbewegungen. Nichts, die Tiere kommen näher, sie knurren. Also setze ich einen drauf und sage, jetzt aber, Freunde, ich glaub's euch, du. Kein Effekt, ich weiche zurück. Dabei fällt mir versehentlich mein Rucksack von den Schultern und poltert in den Schnee. Und sein Inhalt ergießt sich in die glitzernde Fläche, die man auch den weißen Tod nennt. Alles Wichtige ist da, sehe ich. Das Hanuta-Sammelalbum Sexy Schornsteinfeger 1985. Meine Thermoskanne mit Hühnerklein. Das Bären-Unlock-Spray. Die Filmmusik von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft auf Kassette. Eine schwer entflammbare Unterhose aus Eisen. Ein stabilster Kanten-Parmesan. Und mein Schlüssel. Und da habe ich den zuletzt gesehen. Was willst du den Leuten sonst antworten? Weißt du, wie das? Aber geh nicht ins Licht, Carrie Ann. Aber ab und an aber, und damit möchte ich diesen kleinen Vortrag schließen, höre ich auch eine kluge Frage. Man fragt mich vor einiger Zeit, sehr vehement und eindrücklich, Thorsten, was ist Hoffnung? Nun, ich war neulich im Supermarkt und in der Kasse hingen Tütchen mit Samen. Auf der Tüte ein Foto von Möhren. Das ist Hoffnung. Denn diese Tüte enthielt keine Möhren, absolut nicht. Nicht mal sowas Ähnliches wie Möhren auf der Tüte hätte stehen sollen. Samen für, wenn es richtig gut läuft und Sie sich nicht anstellen wie ein kompletter Vollidiot. Potenziell, vielleicht Möhren. Bitte Wasser, Erde, Luft, Sachkenntnissen, Umsicht hinzufügen, dann möglicherweise Möhren. Wahrscheinlich eher nicht, aber wenn es so machst, doch. Sonst nicht. Aber wir gehen davon aus, werden Möhren. Das ist im Prinzip genauso, als stelle ich Ihnen jetzt hier einen Becher Sperme hin und sage, das ist der Joachim. Er ist Fahrlehrer, spielt Siedler von Catan, fliegt einmal im Jahr nach Teneriffa. Das ist das Konzept von Hoffnung. Es funktioniert trotzdem. Danke. Thorsten Sträter. Thorsten Sträter, wir sollen jetzt hier hingehen. Verweile doch, du bist so schön. Wir kümmern uns ja um vieles, wir kümmern uns ja auch um den Nachwuchs. Würdest du da, können wir das gemeinsam machen, dass wir jetzt hier nicht Nachwuchs, also nicht Zeugen? Aber dass wir den Nachwuchspreisgewinner küren. Es gibt das Volk, die härteste Jury, hat abgestimmt und der Gewinner oder die Gewinnerin, oder vielleicht hat er auch gar kein Geschlecht, ist egal. Der Gewinnende ist ein Mann und nicht irgendein Mann. Es ist Sven Benzmann. Sven Benzmann. Sven Benzmann. Ja. Sven. Herzlich willkommen. Hast du ein Mikrofon? Er hat kein Mikrofon. Das wird doch überschätzt.
tatsächlich. Wahrscheinlich muss ich dafür, bin ich dafür noch zu nachwüchslich. Ja, das musst du dir noch verdienen, das Mikrofon. Aber du hast gewonnen, die Welt steht dir offen. Morgen ruft Hollywood an, übermorgen schon der RBB. Was würdest du so einem jungen Menschen jetzt raten in dieser Situation? Dieser junge Mensch, der hat das ja gewonnen, weil er durch die Tretmühle der Auftritte gegangen ist. Und das Publikum hat ihn ja als den Nachwuchs-Newcomer, das waren ja nicht wir, sondern es war so richtig, wie sie es gehört vom Publikum. Und ab jetzt ist der Sky is the limit, kann man sagen. Und das bedeutet, dass du ab jetzt versuchen musst, mit dem Gesicht deinen Abstieg zu verlangsamen. Also das ist, würde ich dir empfehlen. Was andere ist, ist immer nur das. Kommt herein. Du hast natürlich dir auch jede Menge Präsente verdient, ganz klar. Wir haben ja die schöne chinesische Tradition des Merchandising wieder aufleben lassen. Und das ist jetzt alles für dich. Das kriegst du alles. Also hier, das guck mal, kann's. Hier sind richtige Mützen. Zum Beispiel kannst du irgendwo drunter legen. Hier sind Kondome, genau, auch so eine Art Mütze. Ich verwende sie immer als Schal. und natürlich hier sind 1000 Euro, die haben wir im MDR, da kann das nicht im Fenster rauswerfen. Das alles sollst du kriegen. Das sind 2000 Mark. Ja, und hier eine Zigarre, auch noch für den Erfolg, aber wichtig, vor dem Essen anzünden. Genau, das ist für dich. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass du noch den Eid schwörst. Ach ja, stimmt, du wirst ab jetzt vereidigt. Also ja, auf den Geist von Fips Asmussen. Hier, Erich hat den längsten, die beiden besten Witze aus der DDR, das ist die Heilige Bibel, schwöre, und Thorsten Sträter wird jetzt den Eid vorlesen. Wo muss ich meine Hand drauf machen? Auf die Bibel, was ist mit dir? So. Du hast zu Recht kein Mikrofon. Ja. Du hast ja genau. Das ist ein stofflicher Pantomime, hör zu. Vereidigung. Sprich mir bitte nach. Ich, Sven Benzmann, schwöre feierlich. Jetzt? Ja. Wir beginnen von vorn. Zugriff, wir kommen jetzt rein. Wir beginnen von vorn. Vereidigung. Wann, ja? Bitte sprich mir nach. Bitte sprich mir nach. Guckst du mal, wer der Zweitplatzierte war? Ja, ich würde sagen, kurze Rede, langer Phallus. Es ist Zeit für dich. Zeig uns, was du drauf hast. Glückwunsch an Sven Benzmann. Sven Benzmann. Und jetzt die besten 5 Minuten deines Lebens. Ja, woo. Dankeschön. Leute, das klappt ja richtig gut hier. So, ey, vielen Dank erstmal, dass ich jetzt, eben hatte ich kein Mikro, jetzt habe ich 2 Mikrofone, das ist auch schön. So, ich gebe dir das mal, einen fetten Applaus für die Technik, so, an dieser Stelle. Ah, toll. Ey, es ist sehr schön. Ich freue mich total, dass ich diesen Preis gewinnen durfte. So, ich freue mich vor allen Dingen wirklich deswegen, weil es ein Publikumspreis ist. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe heute, das ist mein allererster Auftritt, den ich jemals in Dresden gespielt habe. Also ich war vorher noch nie hier. Ich habe mich aber sehr darauf gefreut, weil viele Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, Sven, freu dich auf Dresden. Dresden ist voll geil, weil in Dresden das Publikum sprüht da immer so vor dieser klassischen Dresdner Euphorie. Ja. Ja. Auch hier erste Reihe, du hast richtig Bock. Richtig geil. Nein, ich freue mich vor allen Dingen deswegen, weil es ist auch so ein schöner Abend. Also es macht so Spaß, hier so auch zuzugucken. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gemerkt habt, was hier gerade so Magisches im alten Schlachthof in Dresden passiert ist. Wir alle zusammen, wir sind in den letzten 1-2 Stunden, wir sind alle zusammen Freunde geworden gerade. Ja, oh, ja, ich würde jetzt nach der Show würde ich eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. So. Ich habe schon einen Namen für unsere WhatsApp-Gruppe. Wir sind die Dresden Bitches. Woo! So. Und dann fände ich schön, wenn wir unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe, die wir dann haben werden, versprochen, wenn wir die so behandeln könnten, wie jede WhatsApp-Gruppe auf dieser Welt mit mehr als 500 Leuten da drin behandelt wird. Dafür bräuchten wir einmal alle Menschen, die so unter 30 sind. Wer von euch ist unter 30? Einmal klatschen bitte. So. Okay. Ein paar sind da. Ich bin frisch 30, ich bin aber immer noch jung und hip.
lol. Ja, genau. Aber wir sind ganz wichtig, also wir mit unter 30 für unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe, weil wir sind so Generation Y, so. Wir sind so die Millennials, wir halten nicht so viel von Verbindlichkeit, Verantwortung ist nicht so unser Ding. So, das heißt, wir sehen in der neuen WhatsApp-Gruppe die ersten unbekannten Nummern, die so schreiben, wir werden sofort panisch, schreiben die Gruppe für ein Jahr, schalten wir die auf stumm. So, dann brauchen wir alle Leute, die über 50 sind. Wer von euch ist über 50? Bitte einmal klatschen. Ja. Das waren schon viele. Wir haben trotzdem eine kleine Dunkelziffer hier heute. Das ist, ja, schön. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid unmittelbar, ihr seid ganz wichtig für unsere WhatsApp-Gruppe, weil ihr, über 50, ihr müsst, nämlich mindestens einmal am Tag, müsst ihr in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe, müsst ihr so ein süßes Bildchen stellen. So ein Spruch. So, gibt dem Tag die Chance, der Schönste da ist. Das wäre... Oder so ein Schlumpfvideo. Oh, das wäre geil. Dann haben wir eine authentische WhatsApp-Gruppe. Dann sind Jung und Alt vereint in einer WhatsApp-Gruppe. Das ist schön, das mag ich sowieso immer, wenn Sachen so altersübergreifend so stattfinden. Es gibt noch eine Sache, die ich sehr mag, die auf jeden Fall altersübergreifend stattfindet. Und zwar ist das etwas Musikalisches und das möchte ich euch jetzt gerne präsentieren. Und ich bin ziemlich sicher, dass 90% des Raumes jetzt ein Gefühl bekommen werden bei dieser fantastischen Melodie. Ja, 90%. Ja, das. Leute, es ist die Eiskönigin. Es ist ein Disney-Song. Es ist einfach wunderschön. Ja, oh, du kriegst wirklich ein Gefühl. Oh mein Gott. Krass. Ja, es ist. Also, Disney-Songs sind wunderschön. Sie verbinden Jung und Alt zusammen. So, und sie sind ja natürlich größtenteils an junge Menschen so gerichtet. Und was jetzt viele Leute gar nicht wissen, ich bin Pädagoge. Tatsächlich. Ich bin Pädagoge, ja. Ich habe Lehramt studiert. Also, ich habe jetzt Semesterferien. Seit 5 Jahren. Und es ist tatsächlich so, dass ich so einen Disney-Song wie das hier, Die Eiskönigin, habe ich mal auf den pädagogischen Wert hin geprüft und musste mit Erschrecken feststellen, oh mein Gott, es gibt keinen pädagogischen Wert in diesem Disney-Song. Weil nach dem Hören von diesem Disney-Song wissen alle Kinder, oh, ich muss frei sein, wuh. Aber kein Kind weiß, wie man eine Steuererklärung machen muss. Und da wollte ich rein und habe dann ein Alltagsproblem, was ich jungen Erwachsenen gerne näher bringen möchte, verpackt textlich sehr nah am Original geblieben, auf Die Eiskönigin. Königin, und das möchte ich euch jetzt gerne präsentieren. Vielleicht kennt ihr diese Situation, die ich besinge. Und ja, ich muss kurz reinkommen. Das ist die Disney-Pose, die ich mache. Dazu bin ich auch vertraglich verpflichtet. Viel Spaß. Der Wecker geht früh, ich stehe langsam auf, starte die Morning Routine. Der Kaffee brüht frisch auf, ich lass den Duft durch die Wohnung ziehen. Der Toast ist knusprig, ich pack frischen Aufschnitt drauf. Alles läuft nach Plan, so steh ich gern auf. Ein letzter Schluck Kaffee, ich geh zur Tür, will grad los, doch dann drückt's, als hätt ich ein Magengeschwür. Ich verzieh mein Gesicht voller Ungeduld. Der Kaffee war schuld. Ich muss jetzt groß, dieser Druck ist grenzenlos. Ich muss jetzt groß, ich glaub, ich schaff's nicht mehr aufs Klo. Ich fühl mich hier, als ob ich explodier und ein Wurm guckt raus, so ein Schließmuskel, der hält nicht allem stand. Dankeschön, Dresden. Vielen, vielen Dank. War sehr schön bei euch. Tschüss, macht's gut. Sven Benzmann. Sven Benzmann, der Gewinner des Nachwuchspreises der Humorzone 2023. Ein junger Künstler, der Großes vorhat. Ja, wir haben Großes hinter uns. Wir sind mehr oder weniger schon am Ende der Veranstaltung. Eine Künstlerin steht noch parat, hart ihres Auftrittes. Sie, wie soll ich sagen, ja, nach ihr ist eine Stadt benannt und es ist Gott sei Dank nicht Döbeln. Freuen wir uns auf Mirja Regensburg. Direkt außer Atem. Boah, ich bin fertig. Nee, ich bin nicht fit. Ich merke das. Die Garderobe ist in der Neustadt und
Nee, ich müsste dringend Sport machen. Ich weiß das, dieses Sport, von dem immer alle reden, kennst du? Ich mache ganz selten Sport. Ich will, dass es was Besonderes bleibt. Es sind einige dabei. Du auch, ne? Kommst konsequent weg. Obwohl, neulich hätte ich es fast gemacht, war ganz knappes Höschen. Ja, weil ich hatte mein Bikini nochmal anprobiert und ich hatte ihn an, aber man hat ihn nicht mehr gesehen und dachte ich, komm, mach was. Und das war so geil, weil mir hatte eine Freundin einen Tipp gegeben mit so einer Jogging-App, ne? Und dann habe ich gedacht, dann probierst du das mal aus, also einmal. Und es war so geil, bis ich die Jogginghose überhaupt gefunden habe, das war schon Comedy. Es hat einen halben Tag gedauert und dann finde ich die endlich und dann sehe ich, krass, die ist ja nicht von Chibo, die war ja sogar noch von Edusho. Da war noch ein Reiter drin und 5 Mark. War nichts dran, kein Pilling, nichts, sah aus wie neu. Schild war ja auch noch dran. Und dann habe ich diese Jogging-App ausprobiert, das müsst ihr mal machen, ihr lacht euch tot. Die heißt From Couch to 5K. Also von der Couch zu 5000 Metern. Hast du die schon mal gemacht, oder? Ja, offensichtlich. Ist wirklich lustig. Ihr seht an der Frau, die lacht immer noch. Du joggst immer 60 Sekunden und dann gehst du wieder 60 Sekunden. Und dann joggst du wieder 60 und gehst wieder. Immer im Wechsel, ne? Und auf dem Kopfhörer motiviert dich immer eine Stimme und die sagt immer, you're great, you're awesome, you're almost there. Also du bist großartig, du bist fantastisch, du bist fast da. Ne? Sagt die immer wieder, you're great, you're awesome, you're almost there. Dachte ich, geil, wenn ich das nächste Mal Sex habe, lege ich die daneben. Jetzt wisst ihr, warum sie so gelacht hat. Machst du, ne? Nee, ich hasse Sport. Das wird auch bei mir nichts mehr. Ne? Das ist echt wirklich Grundschule schon. Wenn ich an die Grundschule denke, könnte ich noch heulen. Wisst ihr noch? Der Geruch von der Turnhalle? Diese Mischung aus Käsefuß und Gummi? Hier, Boxspringen. Erinnert ihr euch noch? Boxspringen. Habt ihr das später nochmal gebraucht? Und wenn ja, warum? Ich probiere immer wieder Sachen aus, aber mir macht halt auch nichts Spaß. Ich gehe immer einmal hin. Ich bin jetzt auch im Fitnessstudio, bin ich schon seit 1993 angemeldet. Bin passives Mitglied. Das war so geil, als die im Lockdown zu hatten. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ah, dann war ich beim EMS-Training. Also, ne, aber hatten mir viele empfohlen, da musst du ja nur einmal die Woche hin, 20 Minuten. EMS kennt ihr, ne? Hier, EMS schon mal gemacht? Elektromagnetische Stimulation, ne? Gibt's so Studios. Gibt's hier in Dresden auch, EMS. So, ne? Kommst da hin, kriegst so einen schwarzen Anzug an, du siehst echt ganz übel, ne? Das ist so demütigend, dieser schwarze, enge Anzug. Ich sah aus wie Catwoman nach dem Käsefondue. Und dann kriegst du überall so Elektroden angebracht, wie beim EKG, ne? Überall am ganzen Körper. Und da ist auch überall Kabel, überall Elektroden und Kabel. Ich hatte zeitweise Radioempfang. So, und dann steht die da und dreht am Rädchen und du musst nur da stehen und gegenhalten und anspannen. Also ich stand halt und dann macht es überall an deinem Körper wüt, 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 ne? Und du musst nur da stehen, so. Und dann habe ich das meinem Vater am Telefon erzählt. Ich sage, Papa, da kriegst du Stromschläge im Po. Da sagt mein Vater, das kannst du bei uns auf dem Dorf viel billiger haben. Stellt sich einfach mit dem nackten Arsch am Weidezaun. Mein Freund macht auch keinen Sport, bin ich sehr, sehr froh. Ich habe großes Glück mit dem. Der macht immer Witze über Sport. Neulich habe ich zu ihm gesagt, guck mal, mein Winkerarm wird immer schlimmer. Guck mal hier, erste Reihe, kriegt Wind. Da sagt er mir, ja, das ist doch kein Winkerarm, das ist ein Ex-Muskel. Finde ich eine gute Einstellung. Aber das ist so jemand, der nicht ansetzt. Kennt ihr die Männer? Du auch nicht, ne? Du setzt auch nicht an, oder? Schilddrüsenüberfunktion, Bluthochdruck. Man setzt nicht an, ne? Schlimm, mit solchen Männern zusammen zu sein, oder? Ich hasse das total. Aber es hat auch Vorteile. Wenn du mit so einem Durchlauferhitzer zusammen bist, ist es in der Winterzeit eine gute Sache. Ne? Der ist richtig schön heiß. Ich habe schon überlegt, ob ich den bei Fernwärme anmelden soll. Können wir uns noch was dazu verdienen? Ist geil, ne? Nachts so Bettdecke hoch, Hitzewelle. Wenn er richtig tief schläft, dann haue ich da 2 Keulen Wasser drauf und einen Thymianzweig, habe ich meine eigene Sauna. Und wenn er ganz tief schläft, dann lade ich noch eine Freundin dazu ein. Ich habe großes Glück mit dem, muss ich wirklich sagen. Ich habe wirklich das Große losgezogen, weil das ist ein Mann, der mit mir zusammen den ESC guckt, den Eurovision Song Contest. Ja, den musst du erstmal finden, der das freiwillig mit dir guckt. Er mag es jetzt nicht so, ich bin aber Riesenfan und mir zuliebe macht er das. Ich liebe das total und letztes Jahr habe ich wirklich geweint. Wir wurden ja Erster von hinten und es ruft ja keiner an für Deutschland, ne? Keine Nachbarschaftshilfe. Im osteuropäischen Raum läuft das viel besser. Da halten die Länder immer alle zusammen. Die geben sich immer die volle Punktzahl. Nur unsere Nachbarländer rufen für uns nicht an.
Und da habe ich eine Idee gehabt, habe gedacht, okay, vielleicht brauchen wir mal einen Beitrag, der ein bisschen anders ist, der ein bisschen an diesen Markt angelehnt ist, der ein bisschen osteuropäisch klingt. Dann rufen diese Länder alle für uns an, geben uns volle 12 Punkte. Es ist eine internationale Friedenshymne. Jeder weiß, was wir auch noch damit sagen wollen. Es kann nur der Knaller sein, das traut uns keiner zu. Und ich möchte für euch antreten, für Dresden. Ja? Die Frau, die so geil gelacht hat, tanzt nackt im Hintergrund. Und ich frage euch heute Abend hier, wollt ihr meine Idee für den Eurovision Song Contest sehen? Dann ist hier mein Beitrag für den Eurovision Song Contest. Bitte schön. Sie ist wieder da. Die einzigartige Irvana Snirsky. Nach ihrem großen Erfolg mit Brižni Bru ist Irvana, Nichte des moldoslowanischen Informationsministers und Mutter seines dritten Sohnes, wieder zurück. Aber nicht allein. Gemeinsam mit ihrem Neffen zweiten Grades und Vater ihrer dritten Cousine, dem berühmten böhmischen Moldokasachen Olof Sibrischilski, präsentiert sie ihren neuen Hit. Auf dem Dorfplatz ist an Himmelfahrt wie der Vater auf der Muttertag. Hier ist Snirska Dirska. Na Brižna, snuzni Brižna, na Brižni Bru. Ne Brežnu zna znu Brižna, Brižna, jagadak. Na Brežna, snuzni Brižna, na Brižni Bru. Ne Brežna zna zna Brižna, Bru. Snirska Dirska, Snirska Dirska, Snirska Dirska, Brižni Bru. Snirska Dirska, Snirska Dirska, Snirska Dirska, Brižni Bru. Na Brižna zna zna Brižni Bru. Noma Brižna, snoma Brižni, Brižna Bru. Uklesna, čekam sihna, uklesna, s podradu, sneklam spetný, ukštap snep skrink, hlap snep sneklak, zlaka du. Snirska, Brižna, snirska, Brižna, snirska, snirska, Brižni Bru. Snirska, Brižna, snirska, Brižna, snirska, Brižna, Brižni Bru. Sveka mu treka! Snirska, Brižna, snirska, Brižna, snirska, Brižna, Brižni Bru. Snirska, Brižna, snirska, Brižna, snirska, Brižna, Brižni Bru. Das war die Humorzone 2023. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Wir bedanken uns bei allen, die dabei waren, hier auf der Bühne. Reinhard Klebe von der Gemittermeier, wie sie alle heißen. Und natürlich auch ein Dank an alle, die hinter den Kulissen mitgemacht haben. An jene. Das soll es gewesen sein. Bis nächstes Jahr. Ihre Humorzonen. Ich muss sagen, Feuer frei.